Hallo und willkommen zurück zu Darkest Dungeon und es geht in die Meereshöhlen. Wald, Meer, Menschenhasser, Talent. Ich guck nochmal gerade, ob wir hier einen haben, der mehr nicht mag. Ruinenabenteurer, Labyrinthabenteurer, Louis, Ruine, Labyrinth, Walderforscher, Labyrintherforscher, Meereshöhlenabenteuer. Okay. Labyrinth. Die haben alle extrem. Dann machen wir das hier stattdessen. Dadurch, dass die alle viel bessere Werte da drin haben. Ist auch Mittel. Lololololo. So. Und los geht's. Vor den Tunneleingängen stapeln sich manchmal Steine oder Leichen. Eine schmutzige Arbeit, wenn man sie von Hand entfernen will. Ja, ja. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Da haben wir direkt eine Geheimtür gefunden. Wir gehen aber erstmal da entlang. Direkt auf den ersten Kampf zu. Schweinespießer. Aua, alter Falter. Fängt auf jeden Fall nicht gut an. Blenden. Mist. Ja, machen wir so. Mist. Sieben von 17. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ja, das hätte. Naja. Können wir nochmal blenden. Sehr gut. Müssen wir hier schon fett anfangen zu heilen. Der kann sich selber heilen. Onslaught. Destroy them all. Ach, da ist so ein Xulu-Ding. Das werde ich aber ganz sicher nicht machen. Ah, ich riskier's. Nee, der ist gar nicht mehr dran. Okay. Dann machen wir noch mal eine Gruppenheil 1. Toll. Confidence surges as the enemy crumbles.
Danke. This expedition at least promises success. Ne, wir laufen dran vorbei. Da ist nichts. Wenn es mir am Schluss noch absolut super gehen sollte, dann kann ich das immer noch machen. Aber ich würde nur sehr ungerne scheitern. Wer muss da eigentlich noch... Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, das aufzumachen. Weil die eh schon positive Dinger satt haben. Die können sich dann nur negativen Scheiß einfangen. Ach Moment, da bin ich jetzt an dem Secret vorbeigelaufen. W drücken. Wertvolle Schätze. Sehr schön. Sehr selten. Diesmal das Kopf. Da hatte ich aber, glaube ich, schon einmal einen von gehabt. Oder den habe ich nur mal gesehen. Aber ich meine, selbst wenn, kann man es vermutlich noch für viel Geld verkaufen. Ich würde gerne dahin. Eine Fackel. Packs laden with loot. Are often low on supplies. Da müssen wir graben. Hilft ja nichts. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Menschenfleisch. Okay, da gibt es jetzt auf jeden Fall einen Kampf. Nice, das ist zu schnell, der ist immer zuerst dran. Yes. Sehr gut. Heilung. Ja. Naja. Weiß nicht, ob sich das so wahnsinnig lohnt. Ich könnte auch hier einmal drauf hacken. Andererseits ist der dann wahrscheinlich schon so gut tot, dass der die danach platt macht. Er wird aber den ersten vermutlich nicht töten. Nee, mach mal so. Hat gut getroffen. Press
disadvantage. Ja, give them no nur den ersten platt gemacht. Okay. Er hat noch eins. Würde ich sagen, töten wir den. As the fiend falls, sauber. A faint hope blossoms. Wobei, der ist voll. Wir könnten auch nuken. Oder den Stun... Ne, der ist ja noch gestunt. Nuken wir den. Na. Ja gut, das kann man natürlich dann... Da kann man wenig machen. Mit euch. A trifling victory. Oh. But a victory nonetheless. Ich fand den Victory eigentlich ganz gut. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Na. Das können wir wieder weghauen. Bücher brauchen wir nicht. Sehr gut. Dann machen wir hier direkten Schaden. Der hier hat am meisten. Versuchen wir den damit runterzubekommen. Na, das war natürlich nicht so viel. Ich glaube, das reicht nicht, nehmen wir den danach. Der hat halt, die haben beide recht viel Abwehr. Oh. Decimated. Sauber. Blut im Schlamm. Den kann er auf jeden Fall nicht töten, den ja schon. Leider nicht gereicht. Den erstmal weg. How quickly the time turns. Das gefällt mir nicht. Eine Krankheit kassiert gerade. Bluterkrankheit. Widerstand gegen Bluten. Oha. Weg mit euch! Lebt immer noch. Ja gut, aber... Noch ein HP. Slowly. Gently.
our life is taken. Schön. Grievous injury. Palpable fear. Blenden. Sehr gut. Sehr gut. Einmal heilen. Wow. Na, versuchen wir's. Das reicht nicht. Das könnte reichen. Probieren wir das auf den. Leider nicht. Unnerved, unbalanced. Na, hier bin ich auf jeden Fall gut Stress am Sammeln. Seuchengranate. Der stirbt eh. Kann man den mitnehmen. Diesmal hat sie nichts resistet. Machen wir wieder Heilung. Naja. Nee. Exposed to a killing blow. Und Krankheit. Danach sollte ich auf jeden Fall rasten, um Stress zu reduzieren. Ja, das passt sogar. Sehr gut. The slow death, unforeseen, unforgiving. Werfen wir das weg. Und rasten. A moment of respite. A chance to steel oneself against. Jetzt habe ich aber auch gar nicht mehr so viel Nahrung. Müssen wir.
Stress um 20% oder 15%. Er verliert 20% Hitpoints. Ich glaube, das können wir machen. Ben gläubig. Ist der gläubig? Keine Ahnung. Ja, oder auf sich selber kann sie nicht. Na gut. Wir werden es wohl überleben, das ist immerhin etwas. Wir haben keinen Feuerholz mehr, wir müssen uns zusammenreißen und durchhalten. Vielleicht können wir nach Beeren suchen? Nein? In Radiance may we find victory. Kampf mit Kuriosität. Raumkampf, Raumkampf. Ja, wir müssen alle Dinger noch machen. Oder? Ach, da kann ich jetzt gar nicht. Da haben wir ja noch einiges vor uns. Jawohl. Ja. Ich warnt nur, dass mir die Nahrung vorzeitig ausgehen wird und dann sieht das nicht mehr so gut aus. Stun. Die haben viel zu viel Resistance. Sagen wir mal einfach nur Schaden. Au! Gut. Ja, aber den ersten war es leider verschwendet, aber gut. Ein bisschen Motivation ist auch nicht schlecht. A dizzying blow to body and brain. Gruppenheilung. Ja. Das reicht immer noch nicht. Aber der andere ist auch noch danach dran. Machen wir das mal. Ah, und der ist noch ausgewichen. Ist jetzt eh wieder zuerst dran. Ah, doof, Mann. Drei Schaden, das ist mir zu viel. Nochmal eine Gruppenheilung.
nichts besonders toll. Machen wir das einmal. Mist. Die ist Krankheiten am Sammeln. Widerstand gegen Krankheit, Widerstand gegen Blut. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ja, können wir leider nicht mitnehmen. Fremdliche Macht. War da jetzt nicht so sinnvoll? Was? Da bin ich doch schon drin gewesen. Ach so, ne, habe ich noch nicht angewählt. Yes. A handsome reward. Sehr gut. For a task well performed. Komm, dann machen wir das hier auch noch. Große Macht. Da ist auch ein Hindernis, was wir kaputt machen müssen. Ich hoffe mal, dass da drüber keines mehr ist. Damit können wir ein bisschen Stress abbauen, wenn er das schafft, sich zu entschärfen. Sehe ich da glitzernde Münzen? Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Jetzt 250. Dann lassen wir das. As the light gains purchase, spirits are lifted. And purpose is made clear. Bulliger Schweintaure. 95%. Toll. Wie viel Gifttauch ist auch fast. Bluten 40%. Abwehr hat er auch eine Menge. Den kann ich so leider gar nicht erreichen. Dann macht vielleicht doch die Seuchengranate Sinn, einfach um den kaputt zu bekommen nach einigen Runden. Bluten 40%. Ausbluten geht nur vorne drauf. Der muss aber natürlich auch weg. Vielleicht sollten wir den auch erstmal fokussen, damit er schon mal tot ist. Dann nehmen wir den. Yes! Sehr gut. Jetzt steht der aber weit hinten. Jetzt komme ich da gar nicht mehr dran. Jetzt können wir nur noch auf den einen prügeln. Wieso ruckelt das jetzt? Wir könnten den stunnen.
Der hat aber auch 45% Resi. Und gegen Gift hat er auch zu viel, dass sich das lohnen würde. Also machen wir lieber hier ein bisschen Schaden drauf. Oh, nur 7 Schaden. Yes. The ground quakes. Sehr gut. Gruppenheilung. Oder wir nuken den. Ja, machen wir so. Sehr gut. Ausbluten. Naja. 14 Schaden. Das macht ja keinen Sinn. Reicht nicht, Mist. Na, hätte ich ihn vorher nuken sollen, statt da den Schaden. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Ja, die kann ich nicht nehmen. Noch 2 Kämpfe sind's. Mindestens. Ne, man nicht. Müsste doch jetzt langsam das wegen Rasten kommen. What the? Der Sammler. Das Dungeon kann ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Der hat nur 11 Hitpoints. Das ist im Kampf Rückzug gescheitert. The sin is not in being outmatched, but in failing to recognize it. Wobei, wir könnten andersrum laufen. Kann natürlich sein, dass ich dann nochmal essen muss. Oder ich werde auf jeden Fall nochmal essen müssen. Jetzt habe ich jedenfalls schon keine Nahrung mehr.
Wieso ist da eigentlich wieder eine neue Falle? Das kann da eigentlich auch nicht sein. Nichts essen und 20 Schaden sowie steigenden Stress in Kauf nehmen. Alter. For such a little thing. A bite of bread. Unvernünftig. Ne. Quest abbrechen. Ja. Failure tests the metal of heart, brain and body. Ja, ich würde sagen, in der Hinsicht war das dann trotzdem ein Erfolg. Die hat jetzt 3 Krankheiten. Ja, da müssen wir wieder ordentlich was abbauen. Aber es war zumindest keine Komplettkatastrophe. The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. Ja, du hast schön was angesammelt. Da bleibt mir jetzt aber auch nicht mehr so wahnsinnig viel über. Hatten wir nicht auch noch einen Spieler? Gottesfürchtig. Schwäche der Verzweiflung. Das wird gerade schon ein bisschen teuer. Kriegen wir eine B-Truppe zusammen? Nicht so wirklich. 3 von den Tanten. Die kann man eigentlich nicht benutzen. Kopfgeldjäger. Aha.
Ja. Den könnte man nehmen. Plus 90% Schaden gegen gezeichnet und damit kann der halt gezeichnen. Ein Einzelziel mit 100% quasi betäuben, wobei das eher mehr ist. Ist auch gut. Ja, nehmen wir den. The thrill of the hunt. The promise of payment. Komm her. Du bist der Nächste und macht ihn fertig gegen betäubt. Ja. Schmied. Kann man noch nichts machen. Tja, wie soll jetzt die Gruppe aussehen? Die drei Damen und er. Optimal ist es natürlich nicht. Müssen wir noch die Gegenstände wieder abziehen. Da kann ich so lange klicken, wie ich will. Okay. Dann sollten wir hier vielleicht auch irgendwie gucken, wie die aufgestellt werden. Die sind ja an sich alle dann recht flexibel. Schaden gegen gezeichnet. Vielleicht, dass sie dann alle mit diesen Dolchwürfen hantieren. Der eine zeichnet und die werfen dann alle drauf oder so. Die können halt auch den Ausfallschritt machen, wie sie wollen. Ja, solange die sich da gegenseitig immer wieder wegpushen, passt das. Ja. Der muss es auf jeden Fall mit dem Zeichnen nehmen. Einzelziel umstellen, was auch immer das bedeuten mag. Das ist ein einzelnes Ziel zum Bluten bringen, das lohnt sich, glaube ich, nicht wahnsinnig. Komm her, ist zwar an sich nicht schlecht, bringt aber in dem Fall fast nichts. Zwei zurückschlagen, aber ich kann da auch betäuben, 125%. Aber das ist besser. Schaden gegen betäubt, das macht aber... Na doch, nehmen wir das. Der hat jetzt Nahkampf, Fernkampf, Fernkampf, Nahkampf. Schaden auf Position
1 Nahkampffähigkeit. Das macht eigentlich verhältnismäßig wenig Sinn. Einfach nur mehr Schaden. Minus Max LP. Max LP sind die alle eher schlecht dran. Ja, doch, geht eigentlich. Wobei er ja gar nicht so viel Schaden macht, wenn er die immer markiert. Dann sollte der vielleicht das nehmen. Wobei heilen können die auch sowieso alle nicht. Das sollte man vielleicht einfach wem anders geben. Fernkampffähigkeiten. Schaden gegen Mensch, das ist dasselbe. Max LP. Was hat das negativ gemacht? Wieder Geschwindigkeit reduziert. Reduzieren wir die hier. Moment, die hat sich schon erhöht, die Max LP. Vierundzwanzig. Immer noch mehr Geschwindigkeit. Ich glaube, der Rest, der lohnt sich nicht so wirklich. Außer natürlich das hier, das kann man einfach immer nehmen. Das hier hat jetzt auch keinen negativen Anteil. Ja. Gucken wir nochmal beim Schmied. Die sind sowieso alle 1. Ja. Jo, dann aufbrechen. Gucken wir mal, dass wir eine Billigmission bekommen. Eine sehr ausgewogene Truppe. Das hier ist kurz. Das wird auf jeden Fall das sein, was ich dann angehen werde. Das aber dann beim nächsten Mal. Bis denn!